haben ein streng geheimes Zeichen. Hebt drei Finger, aber ganz heimlich, das muss reichen. Sie senden liebe Grüße und stimmen alle ein. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Aha, Fußspuren, das habe ich mir gedacht. Sind das eure Fußspuren? Nicht unsere. Was ist denn auf euren Schuhen? Was habe ich mir nur eingebrockt? Elisa, was für ein schrecklicher Geruch. Was ist das? Das ist Gift. Warum brauchen wir Gift? Ich vermute schon eine ganze Weile, dass hier irgendwas in unserem Labor lebt. Also habe ich gestern, als es dunkel wurde, heimlich den Tisch mit Mehl bestreut. Und was? Hier, sehen Sie, Fußspuren. Und ich werde sie zerstören. Zerstören? Kommen Sie nicht von selbst drauf? Kakerlaken überall. Eine Kakerlake, das denkt sie von dir. Woher wollen Sie wissen, dass das Kakerlaken sind? Was soll es denn sonst sein? Nun, vielleicht eine Spinne? Nun, Spinnen sind süß. Und nett ebenfalls. Aber wo ist dann das Spinnennetz? Ich weiß es nicht. Ganz genau. Das sind Kakerlaken. Das Zeug ist widerlich. Wo kommt das Zeug her? Es kommt aus einer Aerosolsprühdose, Nolik. Aerosol besteht aus winzigen kleinen Teilen und Partikeln, die ziemlich lange in der Luft hängen können. Staub, Rauch und Nebel. All das ist Aerosol. Menschen haben vor langer Zeit gelernt, wie man Aerosol herstellt. Man hat eine Flüssigkeit genommen, die Mücken abweist und in eine Dose gefüllt und Gas hinzugegeben. Wenn man den Knopf drückt, drückt das Gas die Flüssigkeit durch ein winziges Loch. Und so funktioniert ein Insektenspray. Dieses Spray wird die Fixies vergiften. Wir müssen Elisa unbedingt aufhalten. Lasst uns die Sprühdose zerstören. Das können wir nicht machen. Und was, wenn wir sie mit Schlagsahne auswechseln? So ein Quatsch. Wir müssen Elisa überzeugen, dass es nämlich eine Spinne war und nicht Kakerlaken. Spinnen findet sie süß. Du hast recht. Lasst uns Buggy suchen. Sprühdosen werden ganz unterschiedlich verwendet. Sie sind zum Beispiel sehr praktisch, um Medizin in einen geschwollenen Hals zu sprühen. Sie können genutzt werden, um die Luft mit dem süßen Duft von Parfüm zu erfüllen oder um unangenehme Gerüche mit Deodorant zu übersprühen. Mit Sprühdosen kann man auch sehr gut Farbe auftragen. Damit kann man sehr gleichmäßig malen. Manche Sprühdosen werden sogar für Essen gebraucht. Aber in Sprühdosen können auch tödliche Gifte sein, wie Insektenspray. Passt also auf, welches Spray ihr benutzt. Und ihr müsst immer vorsichtig mit Sprühdosen umgehen, damit niemand in eurer Umgebung verletzt wird. Eine Sprühdose darf man niemals öffnen, auseinandernehmen oder in sie hineinstechen. Und Spraydosen dürfen niemals erhitzt werden oder in die Nähe eines offenen Feuers geraten, denn sie beinhalten Gas, das explodieren kann. Warte doch! Buggy, hab keine Angst. Wir sind deine Freunde, stimmt's? Kannst du uns helfen, bitte? Das sind ja neue Spuren. So, liebe Kakerlaken, das wird euer Untergang. Bist du bereit? Dann los! Schnell! Oh, verschone Buggy! Nein! Du bist so süß.
So eine süße Spinne. Wollen wir Freunde sein? Es hat geklappt. Ich hoffe, jetzt wird sie niemanden mehr vergiften. Meine kleine Spinne, ich hätte dich ja fast vergiftet. Spinne, wohin gehst du? Wir sind doch Freunde. Ja, das war eine gute Idee. Sei lieber mit uns befreundet. Buggy, warte! Sie ist sauer. Wegen uns wäre sie fast vergiftet worden. Sie wird uns schon verzeihen, wenn wir uns nett entschuldigen.